da kommt auch noch ein bisschen was nach. Also man kann in Hessen mal nass werden. Wenn Sie einen Garten oder eine Terrasse haben, dann sind Sie wahrscheinlich ganz froh, weil im November gießen, kommt man ja auch nicht immer auf die Idee, aber bei den Temperaturen muss man es umso mehr. Es ist ein, ohne Frage, faszinierendes Wetter und es gibt wunderbare Wetterbilder, die Sie fotografieren und uns schicken. Schauen Sie mal, das ist bei uns angekommen. Wetterstimmungen, die Sie einfangen. Vielen Dank dafür. Auf allewetterhr.de gibt es die Möglichkeit, eben diese Bilder uns zu schicken. Wir können nicht jedes Bild zeigen, aber immer wieder zeigen wir sehr gerne Bilder. Ich zeige Ihnen auch nochmal den Hintergrund, die Frankfurter Skyline. Ja, heutzutage ist ganz klar, dass man die gut erkennen kann, denn da ist ja auch das Licht an. Was macht man, wenn man das Licht anmacht? Ne, dann drückt man auf den Schalter, dann geht es halt an. So ist das mit Strom. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten keinen Strom. Dann wäre es da hinten arg dunkel. Gut, hier vorne auch, aber das wäre schwierig ohne Strom. Wie war das vor über 100 Jahren? Also, wie war das, als es noch keinen Strom gab, wenn man es da hell gebraucht hätte? Mit so einer Kerze eher schwierig, oder? Aber auch damals gab es kluge Erfindungen. Julia Cech hat eine. Kerzenlicht, wie es die wenigsten von uns noch kennen. Durch die sogenannte Schusterkugel. Das Tolle an der Schusterkugel ist, dass man durch eine Kerze das Licht gebündelt hat in der Glaskugel, die mit Wasser gefüllt war. Sie müssen sich vorstellen, in Anfang des 19. Jahrhunderts haben noch nicht alle Haushalte Strom gehabt, waren also nicht mit Strom versorgt und somit musste man seinen Arbeitsplatz erhellen. Jochen Hornung stammt aus einer Schuhmacherfamilie aus Dillenburg. Er erzählt mir, dass selbst sein Großvater 1919 noch mit der Schusterkugel gearbeitet hat. Erfunden wurde sie aber schon Jahrhunderte zuvor. Man hat also herausgefunden, dass man durch eine Glaskugel, die mit Wasser gefüllt ist, und eine Kerze dahinter stellt, deren Lichtschein gebündelt wird und so fokussiert auf jeden einzelnen Arbeitsplatz kam. Wenn ich je nachdem, wie ich mich stelle oder wie hoch oder niedrig die Kerze war, wurde der Lichtschein dementsprechend konzentrierter nach oben oder nach unten geleuchtet. Hier steht die Schusterkugel im Wirtschaftsgeschichtlichen Museum in Dillenburg. An Tagen wie heute wäre sie tagsüber wohl nicht zum Einsatz gekommen. Zu hell. Aber im Museum hat man ja extra eine Schusterkammer eingerichtet. Garantiert ohne Sonnenlicht. Es war ja speziell für die Wintermonate gedacht, wo es also abends schon um 16 Uhr dunkel war und die Schuhmacher haben ja sehr lange gearbeitet. Da wurden also 12 Stunden am Tag gearbeitet. Und morgens war es ja auch erst spät hell und wie gesagt, da war das mit der Lichtausbeute ja ganz gut. Also die meiste Arbeitszeit verbracht, indem man unter dieser Kerze gearbeitet hat. Hier zeigen wir das Licht der Schusterkugel nochmal in Aktion. Das Oberlicht ist aus. Jochen Hornung kann aber noch genug sehen, um als Schuster weiterzuarbeiten. Und ohne, dass es dabei so heiß wird wie dicht an einer Kerze. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Glas der Schusterkugel. Das war also ein mundgeblasenes Glas, was von der Qualität her, je dünner das Glas wurde oder geblasen wurde, je höher war die Lichtausbeute. Deswegen hat man darauf geachtet, dass es also ein handwerklich hochwertiges Glas war. Der heimliche Star unter Schuhmachern und im Museum in Dillenburg. Die Schusterkugel. Vielleicht ja auch etwas für Sie zu Hause. Der nächste Stromausfall kommt.